voll das Programm auf dem Arduino für die Ansteuerung der Schuppentore noch einen Fehler enthält, wurde die Anlenkung der Tormechanik aus 0,8 mm dickem Stahldraht zurechtgebogen. Bevor die Software nicht hundertprozentig funktioniert, wurde das Gestänge für die Tests nur eingehängt. Mit dem probehalber angeschlossenen Drucktaster konnte nun ein Tor nach dem anderen betätigt und via Software auf dem Arduino justiert werden. Nachdem auch das am meisten Probleme verursachende Tor 3 funktionierte, fuhr erstmals eine Lok in den Schuppen ein. Auf Feuerwerk und Champagner verzichtete ich jedoch. Wenn der Schuppen einmal montiert ist, kommt man nur noch schwer an sein Inneres. Deshalb widmete ich mich jetzt der Gestaltung des Bodens. Der soll durchgehend, also auch zwischen den Schienen, grau sein. Aus 2 mm dickem Sperrholz fertigte ich die Bodenplatten an. Jene zwischen den Schienen waren okay, aber die Außenplatten waren 0,3 mm zu hoch. Die Schneepflüge der Fahrzeuge berührten sie. Deshalb befestigte ich neben den Gleisen ausgeschnittene Schwellenteile, die die exakte Höhe von 1,7 statt 2 mm wie das Sperrholz haben. Parallel zu dieser Arbeit erhielten die Bodenplatten einen grauen Anstrich. Drei seitliche Abdeckungen versah ich mit je zwei Schachtdeckeln. Nach der Montage mit Weißleim erfolgte eine Probefahrt. Alles okay, nichts streift. Die große Ernüchterung kam, als sich der Lokschuppen nicht platzieren ließ. Die Bodenplatten waren teilweise ein ganz klein wenig zu breit und mussten mühsam abgeschliffen und die eine oder andere auch wieder festgeleimt werden. Als dieses Problem gelöst war, widmete ich mich der rudimentären Inneneinrichtung. Hauswände, die bei eingeschalteter Innenbeleuchtung mit den Fenstern um die Wette leuchten, hasse ich. Deshalb wurde zuerst das Dach abgedichtet. Mit dem PC erstellte ich die Abdeckungen der Innenwände im Holzlook und schmückte sie mit Fahrplänen, Plakaten etc. Auf schwarzes Papier aufgeklebt bilden sie vorläufig die bereits erwähnte rudimentäre Inneneinrichtung des Schuppens. Häuser, die mit ihrer Grundplatte auf die Landschaft gestellt werden, sind für mich ein No-Go. Für den Kiosk musste deshalb in die Bahnhofsplatte eine Senkung eingefräst werden, damit die Preiserlines vom Bahnsteig aus stolperfrei in den Verkaufsraum gelangen können. Die mitgelieferte Grundplatte wird in der Bastelkiste landen. Und nun endlich zum Titelthema. Der Bau des Bahnhofsgebäudes Ardez begann nach der Reparatur eines gebrochenen Teils mit dem Streichen der weißen Flächen an den Seitenwänden, den braunen Fensterrahmen sowie den braunen und roten Türen. In meiner Folge 16 zeigte ich das ach so erfolgreiche Spritzen dieser geätzten Fenster- und Türrahmen, die jetzt festgeleimt wurden. Glasklare Plastikteile dichten die Fenster ab. Die als Vorhänge angeklebten Papiere wurden wieder entfernt, da die Halterungen für die LEDs nicht hielten.
Wie schon in Pontresina wird das Erdgeschoss konstant erhellt. Im Obergeschoss werden die Fenster dagegen mit einzelnen LEDs abwechselnd beleuchtet, die mit einem Macero-Lichtcomputer ein- und ausgeschaltet werden. Um wärmeres Licht zu erreichen, strich ich die Fensterabdeckungen innen ocker. Acht Dachstützen aus Holz mussten mit 30 und 60 Grad Winkeln für die Montage angeschrägt werden. Mit dem Bohrstativ und der Diamanttrennscheibe gelang das recht gut. Gleichzeitig startete ich den Zusammenbau des Gebäudes. Nach dem Verkleben der zweiten Frontseite wurde der Karton mit den Deckenlampen des Erdgeschosses eingeschoben und in die Ecken die Holzstützen eingeleimt. Nach der Montage der letzten Seitenwand entstand die erste, in Anführungszeichen, Nachtaufnahme des beleuchteten Gebäudes. Nun erhielten die beiden Dachhälften, die übrigens wie das Gebäude aus Dentalgips gefertigt sind, ihren anthrazitfarbigen Anstrich. Die darunter anzubringenden Holzabdeckungen wurden braun gestrichen, während die kupfernen Dachrinnen grau überzogen wurden. Nach dem Durchtrocknen der Farbe streckten sich die verbogenen Hölzer glücklicherweise wieder ziemlich gerade. Mit Weißleim befestigte ich sowohl die Dachrinnen als auch die Holzabdeckungen und ließ den Leim jeweils gut abbinden. Die Öffnungen für die Dachsparren waren teilweise zu eng und mussten deshalb mit einer Feile etwas aufgeweitet werden. Das Bemalen dieser vielen und kleinen Hölzer kostete mehr Zeit als erwartet, aber der Aufwand lohnt sich. Nun begann die Befestigung der Dachsparren mit Weißleim. Auch hier braucht es Geduld, damit der Leim gut trocknen kann. Diese Zeit nutzte ich, um der Rampe einen ersten grauen Anstrich zu verpassen. Auch deren Randsteine wurden leicht dunkler gestrichen und mit wässrigem Hellgrau die Fugen aufgehellt. Weitere Anstriche sind aber pendent. Nach dem Festleimen der Dachstützen galt es, die Lücke beim Giebel zu schließen. Im Bausatz war ein Beutel mit Gipspulver enthalten, mit dem unter Zugabe von Wasser ein Brei angerührt wurde. Die unschöne Spalte wurde ausgefüllt, leicht verschliffen und farblich nachbehandelt. Der Giebel wird mit den ebenfalls anthrazit gestrichenen kupfernen Winkelblechen abgedeckt, womit die Lücke praktisch nicht mehr auffällt. Als nächstes kamen ein paar Kleinigkeiten an die Reihe. Die Dachabläufe wurden gestrichen, die Bänkli montiert, die Uhr zusammengesetzt und befestigt, das Haltsignal, das ist die rote Kelle mit dem weißen Strich, sowie die Fensterläden und der Kamin wurden angebracht. Die Giebelteile beraubte ich ihres kupfernen Glanzes, bevor der Bahnhof nach dem Anbringen der selbst kreierten Bahnhofsschilder probehalber an seinem künftigen Standort posierte. Ein absolutes Highlight seit meiner letzten Folge war der Besuch bei Modellbahn Hart H0. Spontan wurden wir, das sind die Macher des YouTube-Kanals ZFDM und ich,
zum sogenannten MOBA-Grill eingeladen. Bei Traumwetter genossen wir im Garten die Würste und sowohl vorher als auch nachher gab uns Stefan unermüdlich Auskunft über seine große H0-Anlage, die vor nicht allzu langer Zeit durch einen Spur H0M-Teil ergänzt wurde. Die Zeit verging viel zu schnell. Lieber Stefan, nochmals herzlichen Dank für die tolle Idee und die Gastfreundschaft deiner Familie. Last not least, ein herzlicher Gruß nach North Vancouver in Kanada. Hebet euch Sorge und bleibt alle gesund. Auf das nächste Mal und tschüss!